Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren The Saturn Crew Video. Wie man sieht, ich stehe in the cave, denn ich bin gerade in the cave. Aber wir haben mal wieder ein Day in the Life und ich habe richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich nehme euch den ganzen Tag mit, was so passiert. Und als erstes werden wir jetzt gleich in den GT3 springen und zu einer Waschanlage fahren. Der erste Auto muss gewaschen werden. Zweitens, wir drehen da mit Viamontes ein paar Werbespots mit mir. Das heißt, auf Viamontes werdet ihr mich bald sehen, wie ich da sage, jo, geiles Produkt, denn das ist wirklich so. Ja, ich bin mal gespannt, wie sowas abläuft. Ich habe sowas noch nicht so oft gemacht, aber das sollten wir auf jeden Fall kriegen, vor allem mit der Unterstützung von euch. Aber ja, ich würde sagen, wir starten den GT3 und fahren mal direkt los. So, Kaltstart GT3. Seit einer Woche, wo er nicht an war. Let's go. Klingt nicht mal schlecht. Also für OPF muss man echt sagen, ist der Sound von dem Auto völlig okay. Fahren jetzt kurz raus und dann machen wir uns auf den Weg. Was kann ich sagen, außer das GT3 fahren einfach ein absoluter Traum ist. Vor allem dieses Getriebe, es ist halt Porsche PDK, kannst du nicht schlagen. Vor allem, wenn man den Hebel auf die manuelle Einstellung macht, das Gefühl ist so wie ein sequenzielles. Es fühlt sich alles so gut an. Alles sehr automatisch, logischerweise. Aber trotzdem fühlt es sich mega mechanical an. Und das finde ich einfach mega, mega geil. Hier haben wir gleich vielleicht kurz eine Chance zu überholen. Dann kann man es nochmal besser hören. Es klingt so gut. Haben wir auch noch 997 Carrera 4S vor uns, also richtig die Porsche-Gang gerade. Aber manche fragen sich vielleicht, Alex, sag mal, Meister, warum fährst du jetzt dahin, warum machst du das überhaupt? Denn wir sind wirklich von Anfang an überzeugt von den Produkten. Wie ihr wisst, wir benutzen immer Viamontes Produkte, um unsere Autos sauber zu halten. Und genau deswegen machen wir das. Vor allem, die Satin-Sachen sind halt für satinfarbene Autos, wie unsere, einfach perfekt. Und ja, sollte auf jeden Fall lustig sein. Ich weiß, dass Tim wird da sein. Nico, der Videograf, auch ein echt korrekter, cooler Typ. Ja, genau. Nicht mehr so lange und wir sind auch schon da. Ich sage euch, wie es ist. Ich könnte im Prinzip einfach die ganze Zeit hoch und runter schalten. Ich mache aber mal kurz ein bisschen Eigenwerbung hier. T-Shirts, Saturn Crew T-Shirts, Hoodies, Zip Hoodies und Jogginghosen sind immer noch am Start, wenn ihr was haben wollt. Bisschen was ist noch da. Das heißt, wenn ihr Lust und Laune habt und noch ein paar coole Klamotten braucht, also ich finde die auf jeden Fall cool, und die sind von der Qualität halt auch der absolute Oberhammer. Ah, ich sehe schon ein Aston Martin Vantage AMR, das gutes Zeichen. Damit ist auf jeden Fall Mr. Viamonte schon mal am Start. Da vorne läuft er. Servus an alle. Gut, das heißt, ich fahre mal Rückwärtsgang rein und dann stellen wir uns hier mal richtig hin. Was haben wir denn eigentlich hier? Ich sag's euch, arbeiten mit Amateuren. Also das Viamontes-Shooting geht jetzt gleich los. GT3 ist schön dreckig und ready. Viamontes AMR ist natürlich jetzt schon sauber. Sieht wirklich immer noch wunderschön aus, wie ihr wisst. Ich habe einen riesen Softspot für die Autos. Hier ist die ganze Viamontes-Crew unterwegs. Und jetzt wird mit Matt Satin Detailer und mit dem Satin Shampoo das Auto einmal gewaschen. Ich muss jetzt noch ein paar Texte durchlesen, damit ich das auch vernünftig hinbekomme. Aber wie gut sieht bitte der GT3 aus? Hey, mein Name ist Alex von The Satin Crew und ich zeige dir jetzt, wie du ein Satin- oder matt-lackiertes oder wie hier foliertes Auto mit dem Viamontes Matt Satin Shampoo perfekt sauber bekommst. Okay, was soll ich jetzt nochmal sagen? Du hast vor, du willst dein Auto. Du hast? Ja, dann machen wir nochmal. Das ist zu lang. Achso, ja. Du willst ein Satin-farbene. Ja, das sieht sich immer scheiße. Cool. Super. Kann ich endlich was trinken? Profis am Arbeiten, ne? Genau. Du musst mal was erzählen, Tim. Was soll ich denn erzählen? Ich weiß nicht, was cool ist. Ich bin schüchtern.
Hier haben wir übrigens auch noch ein sehr, sehr schönes Auto. Ein wunderschöner Aston Martin V8 Vantage AMR. Ja, ist zwar nicht ganz so schnell wie der GT3, aber viel emotionaler. Und ist er nicht schön? Es ist mein Baby. So, jetzt geht's weiter mit dem Trockentuch. Ja, let's go. Ja. Dran Pinkes, yay! Und das ist übrigens das Mini-Drying Towel. Das ist Drying Towel S. Drying Towel S. Genau. Wie man sieht, S passt mir nicht. Dieses kleine Tuch reicht locker, um das Auto komplett trocken zu bekommen. Ja. So einfach geht das. So einfach. Boah. Okay, das war geil. So. Der liebe Tim wird euch jetzt einmal zeigen, wie schön sauber das Auto geworden ist und gibt euch einen kleinen Walkaround. Okay. Denn ich bin noch mit Nico busy. Was macht ihr jetzt? Was? Hallo? Okay, also, das Auto ist jetzt auf jeden Fall wunderschön sauber. Das Einzige, was wir jetzt wirklich benutzt haben, ist nur das Mazetten-Shampoo. Wir haben wirklich nur das Mazetten-Shampoo benutzt gerade. Nur das Mazetten-Shampoo. Und ja, das Auto strahlt wie frisch aus dem Berg. Ganz wichtig ist auch immer zu sagen, es ist für Mazetten-Sachen wirklich immer wichtig, nur Mazetten-Produkte zu benutzen. Weil zum Beispiel auch hier, die Sachen, die es hier gibt, die sind nicht auf Mazetten-Lacke ausgerichtet. Und deshalb kann es sein, dass man sein Auto öfters hier in der SB-Waschanlage wäscht, dass eben der Mattlack über die Zeit glänzend wird. Und um das zu vermeiden, gibt es immer die schönen Mazetten-Produkte, die das Auto dann ja, im perfekten Glanz strahlen lassen und die Mattfolie oder den Mattlack auf jeden Fall nicht kaputt machen. So, habt ihr noch was zu sagen? Hallo, oder seid ihr am Rumflirten? Was ist hier los? Flirten, schon. Es ist übrigens Folie und kein Lack. Sag, hab ich doch gesagt, so, Folie und Lack. Okay. Ja. Aber so, ich weiß. Sehr schön sauber geworden. Ja, oder? Ja. Und wie gesagt, bei dem Shampoo passiert auch, kann man bedenkenlos sein Auto waschen, sein Mattlack oder Mattfolie. Und ja. Jetzt nochmal mit dem Detailer. Sehr schön. Okay, dann nochmal bitte. Vorne des Porsche-Zeichens. Für Satin Glanz. Ja, darf nicht, gell? Kann man machen. Also es ist grundsätzlich so, man kann Satin-Produkte auch auf Glanz. Jetzt kommen wir ja durchgehende Werbung. Man kann Satin-Produkte auch auf Glanz mal anwenden, nur keine Glanzprodukte auf Satin. Ganz einfach. Macht ihr das gut? Nico. Kann es auf jeden Fall besser machen. Auch mit ein bisschen mehr Elan und ein bisschen mehr Freude. Man sieht, er lächelt nie. Aber das Fahrzeug macht einen super Eindruck. Also mit den Produkten von uns. Ja, was sagst du? Sagst du mal was? Ich bin gerade selbst ein bisschen sprachlos. Ich bin nur der nette, freundliche Helfer, der hier vorbeikommt. Richtig. Dann bin ich so belästigt. Also Tim, sag mal was. Nico, hast du gut gemacht. Ja, dazu muss man auch eigentlich sagen, der Detailer ist ja eigentlich wirklich ein Trockenreiniger. Das heißt, wenn das Auto jetzt eh sanft sauber ist, gibt es auf jeden Fall eine kleine Schutzschicht. Aber weil ganz einfach, das ist einfach, wenn du jetzt, wie zum Beispiel auch in der Cave, wenn du in der Cave jetzt da nicht großartig den Boden nass machen willst, aber trotzdem das Auto leichte Verschmutzungen hat, die du wegmachen musst, genau, dann ist der Detailer dein Produkt dafür. Weil du damit halt wirklich kleine, leichtere Verschmutzungen sofort wegbekommst und ja, und das Auto wieder schön aussieht. Und die hören mir gar nicht mehr zu. Damit das Auto wieder schön aussieht. Ja, okay. Nice. Okay, dann machen wir jetzt ein Voice-Over. So, und jetzt? Voice-Over im Auto. Und Nico wollte was zu trinken holen. Nee, ich kann in der Zeit was zu trinken holen, wenn ihr eh shootet. Alles gut? So, ich verabschiede mich auf jeden Fall kurz. Ihr sagt mir jetzt, was ihr zu trinken wollt und dann bin ich kurz weg. Shell-Station Dienstleistung. Kann ich machen. Da kannst du DOS kaufen. Okay, wollt ihr? Ich hätte gerne einen DOS und ein Wässerchen, wenn das okay ist. Okay. Ich möchte einfach nur ein Wasser, bitte, ohne Spülen. Okay. Jetzt für Voice-Over gemacht. Ja, genau. Ganz gemütlich hier im GT3, schön mit Kia Rode. Mal gucken, ob das gut geht.
Wir gucken jetzt nochmal kurz auf die Outtakes. Hallo! Voice of Germany. Hey, mein Name ist Alex von The Satin Crew und ich zeige dir jetzt, wie du ein matt oder satin foliertes oder lackiertes Auto mit dem Viamontes Matt Satin Shampoo sauber bekommst. Wir sind jetzt fertig bei dem Viamontes Shooting. Hat wirklich Spaß gemacht, war auf jeden Fall mal was anderes. Und eventuell auch ein bisschen chaotisch. Aber chaotisch kann auch lustig sein. Auf jeden Fall danke an Viamontes, dass ich das mal machen durfte. Ist ja auch nicht jeden Tag. Aber ja, wir wollen jetzt erstmal... Vielen lieben Dank. Wir rollen jetzt erstmal los. Wir müssen nämlich noch ein paar Sachen erledigen. Heute müssen noch Autos verladen werden. Da muss ich in den Cave noch ordentlich das Schiff machen und mal die Regale ordentlich machen. Und der Tag geht weiter. Kleiner Zwischenstopp bei der Dietz. Ich muss noch was zum Mittag essen. Ich habe noch nichts vom Frühstück gegessen. Deswegen kurz bei der Dietz was essen und dann geht's weiter. Ich bin jetzt zurück in the Cave. GT3 steht noch hinter mir. Und jetzt müssen wir ein paar Sachen zusammen erledigen. Denn dieser Bereich da, ja, macht immer Kopfschmerzerei. Das werde ich alles einmal schön perfekto mecto sortieren. Das werde ich aber wahrscheinlich für euch auf Timelapse packen. Und genau, dann muss ich noch mal ein bisschen im Office-Bereich aufräumen, alles ein bisschen schön machen, damit heute Abend, also für euch ist das jetzt schon ein bisschen her, aber heute Abend ist für uns der erste Stream aus der Cave. Ich will auch, dass das cool aussieht, deswegen werde ich mal ein bisschen Hand anlegen. Wie so oft bei uns, es gibt eine kleine Planänderung, wir müssen doch wieder los und springen jetzt kurz in den GTR, den ich wirklich gefühlt 3 Monate oder so nicht mehr gefahren bin. Und deswegen fahren wir jetzt mal eine Runde GTR. Kaltstart vom GTR, let's go. Oh, ist das laut! Also, au revoir an den GTR, der ist geht weiter. Da hinten steht DBS und GTC, also Bentley und Aston Martin. Den beiden Autos geht es jetzt weiter. Da hinten kommt schon Hug the Truck, denn PPUV geht auf eine kleine Service-Tour. Und diese beiden wunderschönen Autos müssen verladen werden. Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt alles ready und dann geht's los. Und Hug the Truck rollt rein. Na, echt cool, das Teil zu sehen. Oh ja, Bentley, viele fragen ja immer, wo er ist. Da ist er. Na? Und natürlich auch der DBS. Zwei wirklich wunderschöne britische Autos. LKW ist vorbereitet. Hier kommt da der schöne DBS. Einmal perfekt reingerollt. So nah ran nach vorne wie möglich. Von der Höhe passt auch alles ohne Probleme. Was schon mal sehr gut ist. Das nenne ich doch hier mal deutsche Präzision. Schön nah dran. Auto steht gut auf den Schienen. Das heißt, wir können alles perfekt festmachen. Good news. Good day. Let's go. Also die letzten Tage besteht unser Leben irgendwie nur aus Verladen. Aber das ist es halt, wenn man mehrere Autos hat, ist da sehr viel Plan dahinter und Logistik. Deswegen ist PPUV dann auch erstmal 2-3 Tage unterwegs. Aber das ist so und ich mache hier weiter Videos, dass alles funktioniert. Aber kommen wir hin. Das ist, sind keine schlechten Probleme, es sind eher sehr schöne Probleme. Bentley ist auch strapped down. Hucky läuft und wir fahren jetzt Richtung Cave. Wir kommen zurück zu einer sehr dunklen Cave. Wir sind angekommen und jetzt wird STO verladen. Der muss auch zum Service. Huh! Die Sonne strahlt auf mich wie nichts anderes. Sorry, Facet. Ich kann auch so filmen. Ja, STO ist jetzt auch verladen. So. Und jetzt geht's wieder zum LKW-Parkplatz. Hack the truck weg, bang. Ich bin im Challenger. Und dann fahren wir Richtung Cave und bereiten alles vor zum Stream und essen noch was zum Abend. Stream ist erledigt. Ich bin sehr müde und mir ist auch übel. Erstmal danke für den Stream. Ich musste Sardinen futtern. Ich hasse Fisch. Aber ja, hat auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet dabei auch Spaß. Und natürlich auch bei diesem Video. Von dem her vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt daran, wenn es euch gefallen hat, ein Like dazulassen, Abo und die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.